Hallo zusammen, ich möchte euch die Wochenenergien aufnehmen für nächste Woche. Wir schauen mal, was diese Woche noch bereithält für uns im Februar. Und wir schauen mal, ja, wo die Reise hingeht. Denk daran, es ist deine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, dann ist es nicht deine Botschaft, dann darfst du das ignorieren. Gut, für alle Infos zu mir und zu persönlichen Legungen, schau unter das Video. So. Wir starten mit einer Hauptüberschrift für die kommende Woche. Und wir haben, komme in deine Kraft, ja. Jetzt nach dem Erholen, Ausruhen, ein bisschen zur Ruhe kommen und vielleicht auch durch das, dass sich ein paar Sachen gelöst haben, können wir jetzt wieder in die Kraft kommen und wirklich bei uns sein und zu uns stehen. Aber wir schauen mit anderen Karten. Ja, sei im Hier und Jetzt. Wenn du das Gefühl hast, du hast keine Kraft, dann sei im Hier und Jetzt. Lass alles auf dich zukommen. Das, was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Und die Zukunft kann man nicht planen. Also lebe im Jetzt und beobachte. Geh in die Beobachterposition und schau dir einfach alles von oben an. Gut, noch eine. Und wir haben ja dieses Gefühl, verwaist zu sein. Ich glaube, in letzter Zeit kommen manchmal wieder noch diese Ängste hoch, manchmal auch dieses Gefühl, ja, allein zu sein, verwaist zu sein. Deswegen komm in deine Kraft, du bist nicht allein, sei im Hier und Jetzt, beobachte alles, egal welche Situation. Und dann sollte dieses Gefühl von Einsamkeit auch ein bisschen weniger werden. Gut, wir schauen mit Tarotkarten, was so ansteht. Ja, das ist die Belastung, deswegen komm in deine Kraft. Da war eine auslaugende Zeit, eine Belastung für dich, aber jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass die Wunscherfüllung kommt, dass die Heilung kommt. Vielleicht passiert auch nächste Woche etwas, was deiner Wunscherfüllung sehr nahe kommt. Und dann gibt es dir Kraft und du darfst wieder im Hier und Jetzt das Leben genießen. Oh, das sind viele. Wir haben drei Karten zusammen. Eben das Hier und Jetzt genießen, weil das Rad des Schicksals dreht sich, das ist diese Beobachtung. Du brauchst nichts machen, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft kannst du nicht planen. Natürlich müssen wir immer etwas planen und schauen, was wir in Zukunft möchten, aber meistens kommt es anders. Und wir haben die Sonne, die scheinen soll nächste Woche und mit dem Hohepriester eine sehr schöne Verbindlichkeit mit dir selber. Und auch die männliche Energie von der Hohen Priesterin. Das heißt, du wirst mehr ins Machen gehen. Und das möchte kommen. Wir haben die Herrscherin, das bist du, fest im Thron. Jetzt hast du alle Elemente gesammelt. Die Herrscherin ist die Königin aller Königinnen. Du hast alles, bist sicher im Thron. Und die fruchtbare Zeit kann kommen. Und hier nochmal die Erinnerung, wie dir wieder diese Beobachterkarte der Eremit. Geh nach oben, schau dir mit deinem Stern, mit deiner Wunscherfüllung, mit deinem Wunsch alles von oben an, weil du hast sehr hart daran gearbeitet, dass diese Wunscherfüllung jetzt kommen kann. Und ich glaube, komm in deine Kraft, ruh dich aus, lass die Belastungen los. Du hast sehr viel Stabilität und Sicherheit mit 10 der Münzen und du wirst jetzt sehr bald über diesen Fluss springen können, was für mich auch bedeutet, du wirst dieses Gefühl von Vereinsamung loslassen können. Und wieder zur emotionalen Fülle kommen. Gut, wir haben 10 der Schwerter. Irgendwas drückt dich auf den Boden. Vielleicht geht es um finanzielle Themen oder um Stabilität und Sicherheit. Aber 10 der Schwerter ist keine schöne Situation. Aber das nächste ist das Ast der Schwerter. Und du wirst die Erkenntnisse bekommen, die Stabilität. Und du wirst siegen. Und das ist sehr gut. Ich denke, nächste Woche wirst du viele Dinge nochmal loslassen können. Wenn du möchtest, zu deiner Wunscherfüllung gehen und auf jeden Fall siegen. Und das ist gut. Wir schauen weiter. Ja, diese Ungeduld. Aber hier würde ich es nicht als Ungeduld, ja, benennen, sondern ich glaube, du kommst wieder in diese Schaffenskraft, um nach vorne zu gehen. Sobald du in deiner Kraft bist, kannst du eben, wenn du über Dinge siegst, hier ist dann Ass, der Stäbe, ein Stab, der blüht. Hier, er hat auch diesen Stab, der blüht in der Hand. Es wird Neues kommen und du wirst einen Entwicklungssprung machen. Vom Ritter direkt zum König,
Alle haben diesen schönen Stab in der Hand, der blüht, damit etwas Neues kommen kann. Und hier ist diese Ruhe, die angesagt ist. Wenn du im Hier und Jetzt bleibst, deine Kreativität, deine Inspiration auf den Boden bringen kannst, wirst du einen großen Schritt nach vorne machen in diese Stabilität und Sicherheit, wo du im Moment vielleicht noch denkst, dass sie nicht kommt. Aber sie liegt bereit, also von daher kein Problem. Wir schauen auf die einzelnen Orakelkarten. Wir schauen auf das Hier und Jetzt. Ja, wenn du im Hier und Jetzt bleibst, dann bist du bei 9 der Kelchen, bei dieser Zufriedenheit. Wenn du im Hier und Jetzt bist, kannst du auf deinem Stuhl sitzen, dir etwas gönnen, was auch immer du dir gönnen möchtest, und in deiner Zufriedenheit sein. Und das ist gut. Wir haben hier noch den Herrscher. Und ich glaube, das soll einfach zeigen, bleib im Hier und Jetzt, mach das, was zu tun ist, und mehr kannst du nicht machen. Und wir haben den Perspektivenwechsel, diese Stagnation, aber auch dieser Blickwinkelwechsel. Und ich glaube, es ist ganz klar nächste Woche angezeigt, dass wir wieder mehr in das Jetzt kommen, in das Erleben von dem Moment, das Genießen und einfach nicht viel planen, sondern es fließen lassen und einfach natürlich die Schritte tun, die wir tun sollen, sonst geht es auch nicht vorwärts, aber ohne Kampf und nicht verkrampft zu sein. Wir gehen auf die nächste Karte. Beobachtung. Wir haben 3 der Kelche. Beobachte mal Situationen mit verschiedenen Menschen. 3 der Kelche, eine Feierkarte, aber natürlich auch 3 Menschen, wo vielleicht zum Beispiel bei 2 der Kelche nur 2 Hauptakteure wären. Beobachte mal die zwischenmenschlichen Dynamiken. Und ich glaube, du wirst sehr viel Aufschluss bekommen über manche Situationen. Und wir haben die Abwehrhaltung gleich 2-mal. Wir haben 7 der Stäbe und 9 der Stäbe. Aber ich glaube tatsächlich, dass du in dieser abwartenden und beobachtenden Position dich einfach zurücknimmst. Du baust einen Schutz auf mit 9 der Stäben hier, einen Schutz aus deinen Stäben, aus diesen Stäben, die blühen, aus deiner Inspiration, Kreativität. Und du verlässt alles, was eben nicht gut ist, was dir nicht dienlich ist, was du nicht gern hast, was dir nicht gefällt. Dagegen schützt du dich. Und das ist gut, weil du machst das aus einer Beobachterposition heraus und das ist genau das Richtige, die Sonne. Wir hatten vorher schon die Sonne und ich glaube wirklich, es wird einfacher, auch wenn es vielleicht in manchen Situationen nicht den Anschein macht, aber es kommt die Sonne, sowieso ist es ja Frühling, die Sonne möchte scheinen und du wirst das mehr sehen aus dieser Beobachterposition heraus. Wir schauen mal diese Verweisung, das Gefühl, allein zu sein. Ja, auch, oh. Gut, der Eremit, nochmal die Bestätigung, wenn du dich einsam fühlst, geh ein bisschen in den, nicht in den Rückzug, aber in diese Beobachterposition. Werde dir immer wieder bewusst, das Rad des Schicksals dreht sich und es geht nach vorne, auch wenn es sich manchmal schwer anfühlt. Die Wunscherfüllung, nochmal der Stern und hier aber auch der Teufel. Und Justitia. Und ich glaube, es geht einfach darum zu unterscheiden, wo ist deine Wunscherfüllung und wo hast du noch Anhaftungen aus der Vergangenheit, die du jetzt loslassen kannst. Vielleicht geht es aber tatsächlich auch um vertragliche Sachen. Das kann sein, vielleicht fühlst du dich einsam bei einem Job, weil dich niemand versteht oder du fühlst dich benachteiligt. Aber ich denke, diese Sachen möchten alle gelöst werden, wenn du bereit bist, diese Verkettungen, diese Anhaftungen aus der Vergangenheit loszulassen. Gut, ja, wir schauen auf, komme in deine Kraft. Ja, vielleicht hast du auch ein bisschen Kraft verschwendet mit Konkurrenzkämpfen. Vielleicht deswegen auch hier diese Dreierdynamikkarte bei Beobachtung. Kämpf nicht, sondern beobachte. Schau, was es dir zeigt, was es dir sagen möchte. Und dann wirst du erkennen, dass aus 3 der Kelchen meistens nicht 2 der Kelche wird. Nein, das, was auf Augenhöhe ist, was respektvoll ist, das, was liebevoll ist, darf in dein Leben, gibt dir Kraft und alles, was mit Konkurrenzkampf zu tun hat, überall, wo du nicht, ich möchte nicht sagen, nicht die Nummer 1 bist, weil man kann nicht immer die Nummer 1 sein, aber da, wo du merkst, dass du zurückgestellt wirst,
unfair behandelt wirst, beobachte das und mach dann deine Schritte und habe keine Angst davor zu verweisen, weil das wirst du nicht. Die Gerechtigkeit liegt dabei, deine Wunscherfüllung liegt dabei. Also es ist, glaube ich, wirklich die Zeitqualität, Schlussstriche zu ziehen unter das, was nicht respektvoll ist, liebevoll ist, authentisch ist, damit hier mit der Mäßigkeit die komplette Heilung kommen kann. Ja, und schau einfach, dass dein Herzschmerz, der leider, nicht leider, aber der vielleicht nur aus Gedanken besteht, nicht deinen Blick verschleiert, um in deine Kraft zu kommen. Ja, nochmal die Verbindlichkeit der Hierophant. Nimm das in dein Leben, was sich verbindlich anfühlt, eben auf Augenhöhe und respektvoll, und hab keine Angst davor, diese Verweisung zu spüren, weil aus dieser Angst heraus wird dein Blick verschleiert. Deswegen geh in die Beobachterperson, sei klar, sei mit deinem Verstand fokussiert und klar und lass dich nicht von deinen Ängsten leiten. Bleib im Hier und Jetzt, beobachte und hab immer vor Augen, was dein Wunsch, was deine Wunscherfüllung ist. So, wir haben der Engel des Augenblicks. Es passt. Bleib im Hier und Jetzt, der Engel des Augenblicks. Sammle die kostbaren Momente, die das Leben für dich im Hier und Jetzt bereithält. Ein lachendes Kind, ein strahlend blauer Himmel oder ein liebevolles Kompliment. Je intensiver du deinen Blick auf das Positive lenkst, desto öfter wirst du erfüllt sein von Dankbarkeit und Freude. Bitte deinen Engel, deinen Blick auf die kleinen Dinge zu schärfen und genieße bewusst die schönen Augenblicke in deinem Leben. Gut, nächste Woche einfach genießen, im Augenblick bleiben, im Hier und Jetzt. Und dann solltest du gut dadurch kommen. Wenn die Ängste kommen, wenn die Verlassensängste, die Angst davor, allein zu sein, zu verweisen, hochkommt, vielleicht auch einfach nochmal schauen, ist das vielleicht eine Angst aus der Vergangenheit und ist das wirklich real? Oder komm in deine Kraft. Kommst du dann in deine Kraft und kannst die Beobachterposition einnehmen und für dich einstehen. Gut, eine Engelskarte. Die innere Haltung, hadere nicht mit deinem Leben oder mit dir. Und das ist eben dieser Blickwinkelwechsel, der Gehängte. Das ist diese innere Haltung, wo vielleicht nächste Woche nochmal angeschaut werden soll. Deswegen vielleicht nochmal etwas hochkommt. Aber du wirst das meistern auf jeden Fall. Weil du bist im Vertrauen, du bist eigentlich auch gelassen und du bist als Hohepriester auch gewillt, die Schritte zum Tun, die du für dich machen sollst. Gut, ich habe hier noch eine Karte gefunden, die ist rausgesprungen, ich habe sie vergessen. Wir haben hier die 3 der Stäbe, lustigerweise auch Wegweiser, wie hier im Hier und Jetzt. Wir haben auch die Vergangenheit, die Zukunft. Und ich glaube wirklich, es sollte jetzt sagen, bleib im Hier und Jetzt. Und du wirst dann die Entscheidungen aus einer Ruhe heraus treffen können, wo dich nicht verunsichern oder ängstlich machen. Gut, noch eine Elbenkarte. Habe keine Angst vor der Einsamkeit. Sie ist ein Geschenk. Ich bin manchmal selber ein bisschen überrascht. Ja gut, das soll dir einfach jetzt nochmal bestätigen. Das ist deine Vorstellung, dass du grau, allein, einsam in einem Nest sitzt und nicht frei bist. Aber hier die Elbenkarte sagt, ja, habe keine Angst vor der Einsamkeit, sie ist ein Geschenk. Und das ist dieser Blickwinkelwechsel, diese innere Haltung, wo es sich ändern darf. Hier die Farben komplett anders, hier das Gefühl wirklich Angst, Einsamkeit und hier das Gefühl von Freiheit und ins Licht gehen. Gut, gut, ich sage nichts mehr. Jetzt bin ich selber ein bisschen verwirrt über meine Lego. Wir nehmen ein Krafttier, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Wir nehmen ein Krafttier für nächste Woche und wir haben die Kuh. Wunder sind keine Grenzen gesetzt. Auch das eine schöne Erinnerung. Wenn du einen Wunsch hast, wenn du einen Wunsch, ein Stern, die Wunscherfüllung vor Augen hast und denkst, das kann nicht möglich sein, das gibt es nicht,
Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben zweimal den Stern, zweimal die Wunscherfüllung. Auch wenn deine Wünsche nicht sofort ins Leben kommen, wenn du es schon allein die Haltung, wenn du denkst, es kann in dein Leben kommen, wird dich positiver machen und es wird nach vorne gehen. Gut, wir nehmen L'Animal für nächste Woche. Wir haben das Schiff, du wirst die Hindernisse überwinden. Und hier der Hierophant, nein, der Hohepriester, die Weisheit, die Eulen. Du bist in einer guten Position und auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, du bist wahnsinnig gereift. Und es kann sein, dass schnelle Nachrichten kommen, gute Nachrichten kommen, aber vielleicht auch nicht so gute Nachrichten, wo eben diese Angst nochmal antriggern. Aber du bist stabil wie der Baum, es wird dich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Die Würfel, das Rad des Schicksals, ja, es dreht sich, du musst nichts machen, es läuft und die Geschenke kommen. Und nochmal die Wunscherfüllung. Keine Ahnung, warum das im Moment so betont ist, aber wir haben zweimal den Stern, die Wunscherfüllung, die Heilung, die Mäßigkeit. Wir haben hier den Wunschbrunnen, die Geschenke dazu. Wir haben zweimal die Sonne. Die Sonne möchte scheinen. Wir haben das Glück. Ja, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich, aber es steht in den Startlöchern für diejenigen, die bereit sind. So fühlt es sich an und auch wenn es Verzögerungen gibt, wir sollen wahrscheinlich einfach im Vertrauen bleiben. Wenn es um zwischenmenschliche Sachen geht, Partnerschaft, Beruf, keine Ahnung, der Mann kann sinnbildlich für einfach das Gegenüber sein, auch da möchte die Sonne scheinen. Wir haben jetzt dreimal die Sonne, die beste Karte im Tarot. Ich glaube, es wird wirklich einfacher, besser, heller und schöner. Gut. Ich lasse das mal so stehen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Februar und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.